Marat, wir müssen uns mal über die Moderation bei der Eurovision unterhalten. Wir brauchen mal was anderes, was Neues, was Junges, was Bekanntes. Aber bitte nicht irgendein YouTuber, Hashtag, Influencer, Instagram, sonst bleibe ich zu Hause. Unsere Umfragen haben ergeben, dass es kein Prominenter sein muss. Wer sagt denn sowas? Wer kommt denn auf so eine Idee? Der neue Social Media Chef des Zentralrats. Wir brauchen mehr Likes. Okay, und was wäre dein Vorschlag? Dann lass uns ein offenes Casting machen und es gemeinsam entscheiden. Okay, dann machen wir das. Du bist der Chef. Hi, ich bin's, die Susan, und ich will unbedingt die Eurovision moderieren. Ich meine, hallo, ich war schon zweimal dabei und die Stimmung war mega. Alle guten Dinge sind drei und deshalb würde ich sagen, bin ich doch die Perfekte dafür, oder? Vielen Dank. Der Nächste, bitte. Was geht ab, meine lieben Rapper-Mittwoch-Freunde? Mein Name ist Ben Salomo und ich werde auf jeden Fall diese Show wieder moderieren. Ich freue mich total auf alle Rapper, die heute am Start sein werden. Also ganz klar gibt es natürlich die ein oder anderen Favoriten, aber ich bin mir sicher, das wird großartig. Ich glaube, du verwechselst hier was. Wir sind hier nicht bei Rapper-Mittwoch. Ja, ach, ob Rapper, Sänger, Tänzer, ist doch im Prinzip alles Kunst und ist doch auch wieder am Mittwoch, oder? Deswegen passt das doch. Ich bin doch da genau der Richtige dafür. Danke fürs Kommen. Der Nächste, bitte. Du wirst noch sehen, ich bringe ein Album raus. Nur mit Diss-Tracks gegen dich, du wirst sehen. Nur gegen dich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich stehe heute vor Ihnen voller Stolz und Demut, um mich für das Amt des Moderators der Eurovision 2018 in Dresden zu bewerben. Die Eurovision ist ein Wettbewerb voller Zukunft. Voller Zukunft für uns Menschen in Deutschland, für das Judentum in dieser Stadt, für das Volk in diesem Land. Deswegen plädiere ich an Sie, nehmen Sie mich, denn die beste Wahl steht vor Ihnen. Wir sind noch nicht bei Germany's Next Bundeskanzler. Next. Ich nehme diese Entscheidung nicht an. Und sowas nennt sich Demokratie? Zwei Leute, die entscheiden? Ich weiß ja, es gibt ja jedes Jahr auch ein Special Act. Und ich meine, das könnte ich jetzt wirklich übernehmen. Manche von euch wissen es nicht, aber ich kann auch singen. Ich habe eine Musical-Ausbildung. Soll ich was vorsingen? Nein. Ja, okay. Aber dann gehe ich wenigstens in die Jury. Hallo, mein Name ist Shai Hoffmann und ich habe letztes Jahr ja schon die Eurovision moderiert und würde es ganz gerne dieses Jahr auch wieder tun. Ich bin total geeignet, weil ich mir gerade erst einen neuen Sakko gekauft habe und habe mir die fresheste Fliege zugelegt und ich glaube, das passt hervorragend ins Bild. Hallo! Nein! Okay, dann nicht. Hate is gonna hate. Tschüss! Hallo, ich bin's Kevin. Ich will moderieren die Eurovision, weil von Neisigkeit her bin ich einfach top. Was, ich darf nicht moderieren? Reingeguckt, ich geb dir Bombe! Wir haben auch ein Bewerbungsvideo bekommen. Hey Jury-Team! Letztes Jahr habe ich es ins Gewinnervideo von Hamburg geschafft. Und dieses Jahr würde ich so gerne mal die Juro moderieren. Wie wär's? Nee. Hi, ich bin Benny Solowai, ich komme aus Hamburg und ich bin so unterwegs gewesen in der Gegend, bin hier vorbeigekommen, hab gesehen, ihr sucht einen neuen Moderator und dachte ich mir, ja, ich komme mal vorbei und ja, ich bin vielleicht kein Prominenter, aber ich wette, der ein oder andere kennt mich. Ich glaube, der ist jüdisch. Ja, genau, so sagte meine Babuschka. Sympathisch, das ist das, was wir gesucht haben. Ey!